Die charakteristische Zigarrenform gab dem Zeppelin seinen Namen. Doch erst 2011 ließ Bowers und Wilkins seinen iPod-Lautsprecher wirklich abheben. Als Zeppelin Air empfängt er die Signale von Apple-Geräten drahtlos per Funk. Um AirPlay nutzen zu können, muss der Zeppelin mit dem heimischen WLAN Kontakt aufnehmen. Dazu verbindet man ihn zunächst per Netzwerkkabel mit einem Computer und schließt ihn an das Stromnetz an. Die mitgelieferte Kurzanleitung enthält eine IP-Adresse, mit der sich eine Verbindung zum Lautsprecher herstellen lässt. Diese Zahlenfolge wird in die Adresszeile eines beliebigen Internetbrowsers am PC eingetragen, worauf die Konfigurationsseite des Lautsprechers erscheint. Hier lässt sich der Name des heimischen WLAN auswählen und das Zugangspasswort eingeben. Der Zeppelin startet nun neu und das Netzwerkkabel kann abgezogen werden. Stimmen die Zugangsdaten, hört die pinkfarbene LED auf der Front auf zu blinken. Die Funkverbindung steht. Ist kein Computer zur Hand, lässt sich der Zeppelin auch am iPhone oder iPad konfigurieren. Denn ohne Netzwerkkabel fängt die LED nach einiger Zeit an, weiß zu blinken. Dann hat der Zeppelin sein eigenes kleines Funknetz aktiviert, das sich in den WLAN-Einstellungen des Apple-Geräts auswählen lässt. Der Rest läuft ab wie zuvor. Browser öffnen, IP-Adresse des Zeppelin eingeben und die Zugangsdaten zum heimischen WLAN auf der Setup-Seite hinterlegen. Nach dem Neustart taucht der AirPlay-Lautsprecher automatisch in allen Apple-Geräten auf, die sich im selben Funknetz befinden. Er spielt Titel, die dort ausgewählt werden, und reagiert auf jede Änderung der Lautstärke. An der Dockingstation des Zeppelin lassen sich Apple-Geräte aber auch direkt anschließen. Es gibt eine Wippe zum Regeln der Lautstärke direkt am Gerät und eine Fernbedienung, die alle wichtigen Funktionen des iPod steuert. Während des AirPlay-Streamings vermag sie sogar die Wiedergabe von iTunes am Computer zu kontrollieren, wenn die entsprechende Funktion in den Geräteeinstellungen von iTunes aktiviert wurde. Dann steuert die Fernbedienung die Lautstärke übers Netzwerk. Sind mehrere AirPlay-Lautsprecher gleichzeitig aktiviert, gelten die Kommandos nur für den Zeppelin. Andere Geräte werden weder laut noch leise gedreht. Der Titelsprung wirkt sich dagegen aufs gesamte Netzwerk aus. iTunes kann nicht gleichzeitig mehrere Audio-Streams verschicken. Dafür akzeptiert der Zeppelin Air noch weitere Quellen. Auf der Rückseite lassen sich analoge Audiogeräte oder Computer direkt anschließen. Und der Klang? Der gehört zum Besten, was von iPod-Docs bislang zu hören war. Selbst hohe Lautstärken meistert der Zeppelin ohne zu verzerren und ersetzt damit so manche Mini-Hi-Fi-Anlage. Dank AirPlay könnten wir auf den Dockarm gerne verzichten. Er wird ohnehin kaum benötigt. Außer zum Laden des iPhone, iPod oder iPad vielleicht. Und wenn der Funklautsprecher noch eine WPS-Taste zur automatischen WLAN-Verbindung hätte, dann wäre er noch besser. Aber auch so ist der Zeppelin Air ein rundum empfehlenswertes Stück Tontechnik mit einem Sound zum Abheben.